Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Reading für den anstehenden Neumond, der am Samstag, den 13.03. im Zeichen der Fische stattfinden wird. Ja, meine Lieben, vielleicht fühlt ihr die Energie schon ein bisschen, vor allem die Wasserzeichen. Und wenn du auch noch Fische bist, ja, so wie ich, dann dürftet ihr die Energie schon spüren. Dieser Mond wird sehr, sehr gefühlsbetont. Ja, ich habe mir heute überlegt, ich möchte euch eigentlich mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben, hier live vor der Kamera, wie ich auch in den persönlichen Readings vorgehe. Meine Readings sind ja schon seit einiger Zeit keine reinen Kartenreadings mehr, sondern die Karten dienen mir lediglich als Anhaltspunkte. Ich mache über jeder Kartenlegung, die ich mache, sowohl für die Videos, die ich nicht live lege, sondern die ich vorbereite, oder auch die Readings für euch zu Hause, mache ich ja eine Meditation und bitte um zusätzliche Botschaften. Und ich habe mir heute Folgendes überlegt. Ich habe ein Hauptthema für diesen Mond aus dem Tarotdeck Sententia Feuer, Herz und Flügelschwert herausgelegt. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Also diese Karte ist während des Missions aus 78 Karten gefallen. Diese Karten des Tarots haben sehr schöne Zitate jeweils zur Erklärung der Energie. Und das ist das Hauptthema des Mondes. Das stelle ich euch dann nachher gleich vor. Und dann habe ich aus dem Rider-Waite-Tarot jeweils zwei Kartenpaare in der Reihenfolge, zunächst diese, dann diese, dann diese, dann diese herausgemischt, immer zwei Stück. Und habe dann, als die Legung fertig war, eine Meditation darüber gemacht, habe mir auch ein paar Stichpunkte gemacht, was ich zusätzlich zu den Kartendeutungen empfangen durfte. Und das möchte ich euch jetzt im Kommenden vortragen. Ja, dieser Mond, also das fühle ich schon, wird wirklich sehr emotional. Es kann sein, dass einige von euch ein bisschen melancholisch werden. Und dieses Thema wurde wundervoll von den Karten aufgegriffen. Und ihr seht hier schon an der Unterseite des Tarots lag der Turm. Das ist eine große Arcana-Karte, die zeigt, dass diese Mondenergie gewaltige Wirkung haben kann. Ja? Denn vielleicht hilft dir jetzt auch dieses Reading schon, es kommt ja jetzt relativ frühzeitig, ja, ist noch ein bisschen hin bis Samstag, dich aber auf die Energie dieses Mondes einzuschwingen und vorzubereiten, damit dich die Energie dann nicht vielleicht ein bisschen kalt erwischt. Ja, das ist die Intention meines Readings heute, dich schon so ein bisschen einzuschwingen und dir vielleicht auch ein paar hilfreiche Impulse zu vermitteln, wie du diese Energie am besten für dich nutzen kannst. Das Sternzeichen Fische ist ein sehr emotionales Sternzeichen. Wenn du selber ein Fischlein bist oder einen Fisch kennst, dann weißt du das. Diese Energie ist nicht einfach. Ich selbst bin Sternzeichen Fische, auch sonst von meinem Geburtshoroskop komplett wasserlastig. Ich habe auch meine Venus in den Fischen, ich habe meinen Mond im Skorpion. Lediglich mein Jungfrau-Aszendent gibt mir meinen Sinn für Ordnung, ja, die Zuverlässigkeit, die Rationalität. Aber dieses Sternzeichen Fische ist auch nicht einfach zu handeln und so wird auch diese Mondenergie. Ich möchte euch mal die erste Karte vorstellen. Wie gesagt, aus 78 Karten sprang hier aus dem Deck Feuer, Herz und Flügelschwert eine Karte, die ich eigentlich nicht so gern in den Readings sehe. Das ist nämlich die Karte 9 Schwerter. Im Rider-Waite-Tarot, wenn du dich vielleicht erinnerst, wird diese Karte dargestellt von dem Mann, der auf dem Bett sitzt, der die Hände vor dem Kopf zusammenschlägt, ja, und dem es augenscheinlich nicht gut geht. Und ich möchte euch jetzt mal vorlesen, welches Zitat hier auf der Karte zu finden ist. Hier heißt es, nicht weinen, nicht zürnen, sondern begreifen. Ich möchte mich kurz mit dem Zitat auseinandersetzen. Nicht weinen, nicht zürnen, sondern begreifen. Damit nimmt dieses Zitat Bezug auf diese Energie, die diesen Mann im Rider-Waite zeigt, der augenscheinlich über etwas sehr betrübt ist. Ja? Aber dieses Zitat möchte uns ermutigen, dass bei allem, was uns widerfährt, was uns traurig macht, was uns vielleicht enttäuscht, was nicht so läuft, wie wir uns das wünschen,
es nichts nützt, zu lange, und das ist mir wichtig, zu lange zu weinen oder Wut darüber zu entwickeln, vielleicht auch sich so ein bisschen in die Opferhaltung zu begeben, ja, andere für sie, für das eigene verantwortlich machen, das nützt alles nichts, sondern wir dürfen begreifen. Und damit nimmt die Karte Bezug auf die Tatsache, dass im Grunde das, was uns passiert im Leben, immer eine Wachstumschance bietet, wenn wir es richtig verstehen. Ja? Ich bin absolut dafür, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos, meine Arbeit kennt, dass wir Gefühle zulassen, wie zum Beispiel Trauer, ja? Dass wir weinen dürfen, dass wir auch Wut zulassen dürfen über Dinge, die uns passieren. Wir dürfen wütend sein, wenn sich auch in Bezug auf andere Menschen Dinge nicht so entwickeln, wie wir sie uns gewünscht hätten. Aber, und hier ist es ganz wichtig, den zweiten Teil des Zitates wirklich zu verinnerlichen, nach einer Zeit des, ich sage jetzt mal, Reagierens, ja, indem ich wirklich meine Gefühle zulasse, damit sie auch mein Energiefeld verlassen können, darf ich mir Gedanken darüber machen, was hier geschehen ist, ob es mir vielleicht etwas über mich zeigt und ob es eine Wachstumschance für mich bereithält. Und wenn in dieser Neumondenergie solche Gefühle in dir aufkommen, dass du wirklich nochmal traurig und enttäuscht bist, das sehen wir gleich auch hier in den gefallenen Karten, über das, was passiert ist vielleicht in deinem Leben, oder du bist traurig darüber, dass sich etwas nicht so entwickelt, wie du es dir wünschst, dann gibt dir diese Neumondenergie auch Kraft, zwar dein Gefühl darüber erstmal rauszulassen, aber dann wirklich lebensverändernde Denkweisen anzunehmen und zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Ihr wisst, Annahme ist der allererste Schritt zur Heilung, zur Veränderung. Und jetzt schaue ich mir an, was kann ich daraus lernen? Ja, wir wollen uns mal das erste Kartenpaar anschauen. Ich zeige euch immer die beiden Karten in Verbindung. Hier fielen als erstes die zwei Schwerter und der Ritter der Schwerter. Mein erster Impuls war es könnte sein, dass du einen Menschen in deinem Leben hast, der sein oder ihr Herz nicht in der Art und Weise für dich öffnet, wie du es dir wünschen würdest. Und du bist im Moment richtig wütend. Das war mein erster Impuls. In der Meditation habe ich das richtig gespürt, dass es hier jemanden geben könnte. Ja? Du möchtest so gerne diesem Menschen nahe sein, aber er oder sie zieht sich entweder immer wieder zurück oder begegnet dir nicht in der Offenheit, ja, die du dir wünschen würdest, nicht in der Wertschätzung. Und du hast Wut momentan und die könnte dieser Vollmond, dieser Neumond, Entschuldigung, nochmal verstärken. Ja, du könntest hier nochmal einen richtigen Wutschub bekommen. So spüre ich das mit dem Ritter der Schwerter, denn der reitet ja genau hier auf diese zwei Schwerter zu. Und dann darfst du aber auch wieder bedenken, ich nehme immer Bezug hier auf die Gesamtenergie, ja, dass die Akzeptanz dessen, dass dieser Mensch sich im Moment nicht so öffnet, wie du es dir wünschst, der erste Schritt zur Heilung ist. Nimm das Schwert nach einer Zeit, in der du dieses Gefühl gespürt hast, herunter und sage dir, es wird seinen Grund haben. Und ich stecke nicht in seinen, nicht in ihren Schuhen, aber für mich bietet diese Gelegenheit auch eine Wachstumschance, nämlich mich umzudrehen und dafür zu sorgen, dass es mir wieder gut geht. Ja, also das war hier der Impuls. Es kann auch sein, dass du selbst es bist, ja, der hier sein Herz verschließt und dass du das Gefühl hast, du wirst dafür angefeindet. Ja, das wäre auch denkbar, dass du vielleicht auch Menschen in deinem Leben hast, die es dir momentan sehr, sehr schwer machen, offen, liebenswürdig, wertschätzend ihnen gegenüber zu sein. Ja, aber dann darfst du sagen, okay, es ist, wie es ist. Und wenn andere Menschen im Moment nicht damit zurechtkommen, wie ich bin, dann darf ich sie auch in ihrem Dasein so sein lassen, wie sie sind. Ja, also das Thema dieser beiden Karten ist Akzeptanz dessen, was ist.
Dann schauen wir uns das nächste Kartenpaar an. Wir haben die 5 Schwerter und die 10 Stäbe. Also ihr seht schon, auch die gefallenen Karten aus dem Rider-Waite-Tarot lassen schon ein bisschen erahnen, dass diese Neumond-Energie nicht einfach wird. Die 5 Schwerter stehen für einen Kampf, in dem es keinen Sieger gibt. Und die 10 Stäbe stehen für eine Last, die du auf deinem Rücken trägst, die es aber abzulegen gilt. Und ich finde das so bezeichnend, dass diese beiden Karten hier in die Nähe des Turms gefallen sind. Denn der Turm, das ist explosive Energie. Hier geht es um einen Kampf. Aber ich habe fast das Gefühl, du möchtest diese Last wirklich von deinem Rücken schmeißen. Ja, und das kann mit diesem Neumond in den Fischen geschehen, dass du wirklich merkst, du bist in einem Kampf verstrickt. Ja, was immer dieser Kampf für dich bedeutet, es kann jede Situation deines Lebens bedeuten. Aber du spürst, dass es hier keinen Sieger gibt. Du bist vielleicht schon zu lange am Kämpfen, was ich auch wahrnehme in Verbindung mit diesen Karten, vielleicht auch schon zu lange am Kämpfen, um das Herz eines Menschen zu gewinnen oder um allgemein Anerkennung und Wertschätzung anderer zu erlangen. Und das belastet dich. Und da hilft es nicht zu weinen und keine Wut zu haben, nicht zu zürnen, sondern dann darfst du begreifen, dass es ganz einfach ist, diese Last loszuwerden, nämlich indem du verinnerlichst, du musst niemals um die Liebe, um die Zuneigung oder Anerkennung eines anderen Menschen kämpfen. Ja, das ist die Botschaft dieses Kartenpaares. Vielleicht, was ich hier auch wahrnehme, das kam in der Meditation auch sehr deutlich, vielleicht spürst du im Moment auch körperliche Last. Mir war es so, als würde dieser Kampf dir wirklich im Moment auch körperliche Probleme bereiten. Vielleicht hast du Rückenschmerzen, ich nehme hier aber auch andere Dinge wahr. Vielleicht hat dir das Ganze auf den Magen geschlagen. Ich nehme Schlaflosigkeit wahr, vielleicht auch ich nehme fast wahr, vielleicht ist das bei einigen von euch stimmig, so eine Art Panikattacken. Hier auch mit dem Ritter der Schwerter, dass du plötzlich das Gefühl hast, oh Gott, mein Herz beginnt zu rasen, ich kriege gar nicht mehr so gut Luft. Ja? Wenn es so ist, dann bist du in einer Lebenssituation, die dich auffordert, hier in diesen Turm zu gehen, in die Energie des Turms und wirklich komplett etwas zu verändern. Energetisch betrachtet, das spüre ich, schaut mal, meine Hände machen so, energetisch betrachtet, in der Meditation habe ich gespürt, da ist Enge, da ist Zusammenziehen, da ist Verkrampfen, da ist Druck, da ist Kampf. Und der Turm möchte, dass du dich befreist, dass du ja wieder lebst. Es könnte sein, dass dieser Neumond dir wirklich vor Augen führt, wenn es in deinem Leben eine Situation gibt, in der du das Gefühl hast, hier bin ich ein Fremder im eigenen Leben, weil das, was ich hier tue, ein einziger Kampf ist, weil ich das, was ich erlebe, Anfeindung ist, weil sich mein Herz nicht öffnen kann oder weil sich die Herzen anderer verschließen. Und das belastet dich. So fühle ich das. Wir schauen uns das dritte Kartenpaar an und hier liegen die 5 Kelche neben den 4 Stäben. Das finde ich jetzt ein sehr, sehr positives Kartenpaar. Ich möchte zunächst mal auf die 5 Kelche eingehen. Das ist eine Karte, die zeigt einen Mann, der augenscheinlich über etwas sehr traurig und enttäuscht ist. Ja? Der blickt hier auf diese 5 umgestürzten Kelche, auf diese 3 umgestürzten Kelche, Entschuldigung, 2 stehen aufrecht hinter ihm. Er blickt aber auf diese 3. Ja, also er blickt auf diese 3 und grübelt, ist traurig, vielleicht auch wütend. Ich nehme hier auch Reue wahr. Vielleicht hat er Schuldgefühle, dass er etwas verkehrt gemacht hat, dass sich etwas hier nicht so manifestiert hat, wie er wollte. Aber was er dabei übersieht, dass eben hinter seinem Rücken 2 aufrechte Kelche fallen. Und deswegen finde ich das so schön, dass hier diese 4 Stäbe direkt daneben gefallen sind, denn das ist eine Karte, die symbolisiert im Tarot eine Hochzeit. Ja,
Das ist eine Zeit in deinem Leben, wo du leicht bist, wo du erfüllt bist, wo du Freude erlebst, ja, wo du deine Lebenskraft spürst. Und in Verbindung mit allen anderen Karten, auch vor allem hier mit den 10 Stäben, sagt dir diese kleine Legung, dass dieser Neumond vielleicht zunächst deinen Blick nochmal auf das lenkt, was nicht in dein Leben gehört oder was dir Lebenskraft raubt im Moment. Aber wenn du diese Neumondkraft nutzt, um dich sozusagen umzudrehen, und das ist das, was ich mit dem Turm hier wahrnehme, dich umzudrehen und zu sagen, okay, das, was war, das ist ja schon passiert. Da sind wir wieder bei den Karten hier, bei der Akzeptanz dessen, was ist. Aber ich selbst habe es in der Hand, ob ich in dieser Situation stecken bleibe, ja, ob ich weiter weine und zürne oder ob ich begreife, was ich aus dieser Situation lernen kann. Und das ist meines Erachtens, dass du dir bewusst darüber wirst, dass der einzige Mensch, der wieder in diese Energie zurückfinden kann, in deine Lebensfreude, in deine Lebenskraft, du selbst bist. Du hast es in der Hand, diesen Turm hier tatsächlich zu manifestieren, zu sagen, ich brauche mich um die Liebe, um die Wertschätzung, um die Anerkennung anderer nicht bemühen. Das, was passiert ist, kann ich nicht ändern. Ich akzeptiere es. Denn ich habe das schon öfter erklärt in anderen Videos mit unserer Schwingungsfrequenz. Ja? Solange wir wie dieser Mann hier auf das gucken, was nicht schön ist in unserem Leben, was wir nicht haben, an was es uns fehlt, was wir gerne hätten, aber nicht sehen, sind wir von unserer Schwingungsfrequenz her in einem unteren, niedrigen Bereich. Ja? Wir schwingen dann in der Energie des Mangels und der Bedürftigkeit. Bevor wir in die Energie der Fülle kommen können, bedarf es eines Wendepunkts. Das ist hier der Turm. Und wisst ihr, was der Wendepunkt ist? Die Akzeptanz dessen, was ist. Solange du Widerstand leistest gegen die Dinge, die dir in deinem Leben nicht gefallen, schwingst du energetisch betrachtet auf einer niedrigen Frequenz und wirst gemäß dem Resonanzgesetz leider auch im Außen Dinge, Situationen, Menschen, Ereignisse anziehen, die dann dieser niedrigen Schwingungsfrequenz entsprechen. Ja? Aber die Akzeptanz dessen, was ist, dass ich sage, okay, ich akzeptiere, das und das habe ich, dafür kann ich auch dankbar sein. Und das habe ich eben im Moment nicht. Aber dann nehme ich es an. Das ist sozusagen der Nullpunkt. Und von hier aus kannst du dann über Gefühle wie Dankbarkeit für das, was du hast, über die Liebe zu dir selbst, über die Liebe zu den Menschen, die in deinem Leben sind und dich wertschätzen, über die Liebe zur Natur, zur Tierwelt, deine Schwingungsfrequenz erhöhen und dementsprechend natürlich dann auch im Außen mit anderen Ereignissen in Resonanz gehen. Ja, meine Lieben, wir schauen uns noch das letzte Kartenpaar an. Und hier haben wir die 5 Stäbe und die Sonne. Und das zeigt noch einmal so schön diesen Gegensatz. Eigentlich passt dieses Kartenpaar, deswegen lasse ich es gleich mal hier liegen, ganz wundervoll zu dem hier oben, sogar von der farblichen Übereinstimmung. Ja, wir haben hier noch diesen Konflikt in dir. Und was ich hier in der Meditation deutlich wahrnahm, das ist, dass viele von euch im Prinzip ihr eigenes Glück sabotieren, weil ihr euch noch nicht würdig fühlt, diese Sonne in euer Leben zu lassen. Und das hängt wieder mit der Selbstliebe zusammen. Und meine Lieben, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Ich war fast mein ganzes Leben in dieser Energie. Ja, ich
spreche aus Erfahrung. Ich will keine Lehrmeisterin sein. Ich will es nicht besser wissen. Ich kann euch nur vermitteln, dass ich leider viel zu spät aufgewacht bin. Ich war so lange in der Energie des Kampfes um die Anerkennung anderer Menschen. Wenn mich jemand gut fand, wenn jemand mich gelobt hat, wenn ich wertgeschätzt wurde, fühlte ich mich selber gut. Dann habe ich mich im Spiegel angesehen und dachte, wow, ja, du kannst was, du bist wer. Aber wehe, diese Anerkennung, diese Wertschätzung im Außen blieb aus. Dann habe ich mich im Spiegel mit komplett anderen Augen gesehen. Ich habe nämlich nicht das gesehen, was ich an mir schön finde, sondern ich habe genau das gesehen, was ich an mir auszusetzen hatte. Ich habe mich selber kritisiert. Ich habe mich selber klein gemacht. Und ich war lange Zeit mir selbst gar nicht bewusst darüber, dass ich Glück und Erfüllung verdient habe. Denn nur dann, wenn du gelernt hast, dich selber so zu lieben, wie du bist, mit all deinen Farben, mit all den Facetten, die du in dir trägst, verinnerlichst du ganz automatisch, dass das Beste in dein Leben kommen darf. Ja? Und dieser Neumond möchte dir dabei helfen, die Situationen, die dich jetzt noch in der Energie der neuen Schwerter halten, ja, über die du vielleicht noch weinst, über die du wütend und enttäuscht bist, dazu zu nutzen, dir selber zu sagen, ich hab's jetzt in der Hand. Das, was passiert ist, als Spiegel zu sehen. Was möchte es über oder mir über mich zeigen? Was kann ich daraus lernen? Und gerade in diesen häufig vorkommenden Wunden der Zurückweisung, der Ablehnung, ja, dass sich vielleicht ein Mensch nicht für dich entscheiden kann, den du gerne als Beziehungspartner hättest, oder dass du vielleicht an deinem Arbeitsplatz nicht wertgeschätzt wirst für das, was du kannst, für das, was du tust, oder auch in der Freundschaft, in der Familie, dass es Menschen gibt, die immer nur nehmen, die vielleicht nichts zurückgeben. In jeder dieser Situationen, die im weitesten Sinne mit Zurückweisung und Ablehnung zu tun haben, ist es so wichtig zu sagen, okay, das mag so sein, aber mein eigenes Selbstwertgefühl, im wahrsten Sinne des Wortes, also was du dir wert bist, hängt nicht davon ab, wie die anderen auf dich reagieren, sondern das solltest du aus dir heraus kreieren und natürlich, und das ist mir so wichtig zum Schluss noch zu erwähnen, aus der Liebe Gottes. Denn das ist das, was ich immer wieder, auch in meinen Meditationen, in den Channelings, die ich für euch mache, immer wieder spüre, vermittelt bekomme, weitergeben soll. Gott liebt uns so, wie wir sind. So hat er uns gemeint, so hat er uns gemacht. Mit all dem, was wir sind. Und wenn wir uns im Spiegel betrachten, warum sollten wir an uns zweifeln, wenn Gott uns so liebt, wie wir sind? Und wenn es vielleicht schwierig wird mit dieser Neumondenergie, meine Lieben, wenn es emotional wird, wenn es vielleicht melancholisch wird, dann hört euch dieses Reading nochmal an. Ich mache es jetzt deswegen auch schon frühzeitig, um euch gut darauf vorzubereiten. Und dann, wenn es brenzlig wird, hör es dir nochmal an. Denn es wird dir wieder vor Augen führen, du allein hast die Gewalt, die Kraft, die Macht, die Herrschaft darüber, die Sonne für dich scheinen zu lassen. Ja, meine Lieben, ein sehr emotionales Reading, wie ich finde, zu einer emotionalen Neumondenergie. Ich hoffe sehr, es hat euch ein paar hilfreiche Impulse schon mal auf den Weg gegeben. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, auch dann in der Neumond-Hochphase am Wochenende. Schreibt gerne noch die Kommentare, wie ihr die Energie empfindet. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr gut durch diesen Neumond kommt. Und immer wieder in diesem Bewusstsein, ihr seid unendlich geliebt. Ja, jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und sage tschüss, bis bald, die Uli.